Morgen. Ich lese Medikamente im Test, Bluthochdruck mit großem Ratgeberteil von der Stiftung Warentest und es geht um Sartane. Ich befinde mich im roten Kapitel, das ist das letzte Kapitel. Das Kapitel heißt Medikamente bewertet. Der Abschnitt heißt Medikamente von A bis Z. Es werden Medikamente, rezeptpflichtige Medikamente, in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Und dann geht es nach Wirkstoffgruppen, zum Beispiel ACE-Hämmer, Aliskiren, Kiren und so weiter. Gibt viele mit A. Spätestens daran erkennt man, dass Bluthochdruck ein Riesengeschäft ist. So, und ich bin angekommen bei den Sartanen. Das ist die Seite 132, 133, 134. Das Ganze geht bis, boah, ist noch ein Stück, 142 und dann gibt es den Endspurt. Das Buch hat 151 Seiten. Es neigt sich dem Ende. Sartane. Sartane verhindern die Wirkung des die Blutgefäße verengenden Hormons Angiotensin 2, indem sie bestimmte Rezeptoren für dieses Hormon besetzen. Dadurch sinkt der Blutdruck. Candesartan, Iprosartan, Losartan, Telmisartan, Valsartan sind geeignet bei hohem Blutdruck, wenn ACE-Hämmer zum Beispiel wegen chronischen Reizhustens nicht vertragen werden. Acilsartane, auch geeignet bei hohem Blutdruck, noch wenig erprobtes Mittel. Olmesartan, mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck, wenn ACE-Hämmer zum Beispiel wegen chronischen Reizhustens nicht vertragen werden. Olmesartan wirkt nicht besser als andere Sartane, es gibt aber Hinweise auf eine schlechtere Verträglichkeit. Sartane sind den schon länger bewährten ACE-Hämmern wahrscheinlich gleichwertig. Ein Langzeitnutzen ist aber bislang nicht bei allen Sartanen gleich gut untersucht sowie belegt. Die meisten Sartane sind zur Behandlung von hohem Blutdruck empfehlenswert, wenn unter der Einnahme von ACE-Hämmern Husten als Nebenwirkung aufgetreten ist. Acilsartan gilt als auch empfehlenswert, weil es erst wenig erprobt ist. Olmesartan ist nur mit Einschränkungen empfehlenswert, weil es möglicherweise schlechter vertragen wird. Wichtig zu wissen: Häufig treten Kopfschmerzen bei etwa 10 von 100 Behandelten, Müdigkeit bei etwa 1 von 100, Magen-Darm-Beschwerden so wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfall bei 1 bis 10 von 100 auf. Wenn Ihnen zu Beginn der Behandlung wegen des niedrigeren Blutdrucks häufig schwindelig ist oder Sie sich müde fühlen, sollten Sie kein Fahrzeug lenken und keine Maschinen bedienen. Bei 1 bis 10 von 1000 Behandelten kann es vorkommen, dass das Unterhautgewebe anschwillt. Geschieht dies im Gesicht, an Lippen oder Zunge, drohen Atemnot und Erstickungsanfälle. Dann müssen Sie umgehend den Notarzt rufen. Wenn eine derartige Reaktion einmal aufgetreten ist, dürfen Sie zukünftig keine Sartane mehr einnehmen, da solche Angioödeme über einen vergleichbaren Mechanismus auch bei der Einnahme von ACE-Hämmern entstehen können, kommen auch diese als Ersatzmedikament nicht in Frage. Bei leichten Nieren- oder Lebererkrankungen braucht die Dosis nicht verringert werden. Wenn die Funktion Ihrer Leber aber stark eingeschränkt ist, dürfen Sie Sartane nicht einnehmen. Bei dunkelhäutigen Menschen kann der blutdrucksenkende Effekt geringer ausfallen, weil bei ihnen das Blut generell weniger Renin enthält, sodass auch weniger Angiotensin 1 und 2 gebildet wird.
Andere blutdrucksenkende Wirkstoffe sind dann sinnvoller. Wenn Sie zusätzlich zu einem hohen Blutdruck noch Diabetes haben oder Ihre Nieren eingeschränkt funktionieren, dürfen Sie Sartane nicht gemeinsam mit Aliskiren einnehmen, weil dann unter anderem vermehrt Schlaganfälle beobachtet wurden. Wenn Sie Diabetes haben und Losartan oder Telmisartan einnehmen, sollten Sie den Blutzucker regelmäßig überwachen und gegebenenfalls die Dosis des blutdrucksenkenden Medikaments oder des Insulins in Absprache mit dem Arzt anpassen. Nichtsteroidale Antirheumatika zum einen nehmen Ibuprofen, Indomethacin oder Diclofenac bei Schmerzen, Rheuma sowie Acetylsalicylsäure in Klammern bei Schmerzen, schwächen bei Daueranwendung die blutdrucksenkende Wirkung von Sartanen. Bei gleichzeitiger Einnahme von Sartanen mit nichtsteroidalen Antirheumatika erhöht sich außerdem das Risiko dafür, dass sich die Nierenfunktion verschlechtert. Sartane bewirken, dass der Kaliumgehalt im Blut ansteigt. Gemeinsam mit kaliumsparenden Diuretika, ACE-Hämmern, Aliskiren und kaliumhaltigen Mineralstoffpräparaten kann es zu einer erhöhten Kaliumkonzentration im Blut kommen. Anzeichen dafür können fehlen oder sind Empfindungsstörungen, Muskelschwäche und ein verlangsamter Herzschlag. Ein ähnlicher Effekt kann auch vorkommen, wenn Sie Cyclosporin in Klammern bei Schuppenflechte oder rheumatoider Arthritis sowie nach Organtransplantationen oder Trimetoprim in Klammern bei Harnwegsinfektionen einnehmen oder Heparinspritzen in Klammern bei Thrombosegefahr. Sartane sollte nur in Ausnahmefällen und unter strenger ärztlicher Überwachung mit ACE-Hämmern kombiniert werden, weil das Risiko für unerwünschte Wirkungen deutlich zunehmen und die Nierenfunktion nachlassen kann. Sartane lassen die Blutspiegel von Lithium in Klammern bei manisch-depressiven Störungen ansteigen, sodass dieser stärker giftig wirkt. Beide Mittel sollten Sie nicht gleichzeitig anwenden. Ist dies doch erforderlich, sollte der Arzt während der Behandlung die Lithiumspiegel im Blut kontrollieren. Olmesartan aufgrund der fehlenden Langzeituntersuchung lässt sich nicht sicher ausschließen, dass bei einer Behandlung mit Olmesartan vermehrt Herzinfarkte auftreten. Darüber hinaus sind bei Langzeitanwendung häufiger schwere Durchfälle aufgetreten, bei denen sogar ein Krankenhausaufenthalt notwendig wurde. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Candesartan kann mit einer gewichtsangepassten Dosis auch an Kinder ab 6 Jahren verabreicht werden. Losartan und Valsartan können Kinder ab 6 Jahren erhalten. Wegen mangelnder Erfahrung sollten Olmesartan nicht an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren verabreicht werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft dürfen Sie die Arzneimittel nicht einnehmen, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie das Ungeborene schädigen. Methyldopa wäre das Mittel der Wahl. Auch in der Stillzeit dürfen Sie die Wirkstoffe nicht anwenden, weil unklar ist, ob sie in die Muttermilch übergehen. 60 plus für ältere Menschen. Bei älteren Menschen ist die Nierenfunktion oft eingeschränkt. Wenn zusätzlich zu Sartanen auch noch nichtsteroidale Antirheumatika eingenommen werden müssen, kann sich die Nierenfunktion noch weiter verschlechtern. Von Olmesartan sollten Personen über 65 Jahren nicht mehr als 20 Milligramm täglich einnehmen. Das war's. Mehr lese ich morgen vor. Tschüss. Nee, morgen ist Sonntag, am Montagmorgen. Tschüss.